Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Schon beim ersten Lesen des Antrags wird das ganze Dilemma dieser Ehrenamtskarte sichtbar. Da ist etwas in der Stadt, was gut gemeint ist, aber in der vorhandenen Form offensichtlich nicht nachgefragt und also auch nicht gebraucht wird. Die Zahlen beweisen es, seit der Einführung der Ehrenamtskarte 2011 hat sich die Anzahl der ausgegebenen Zahlen de facto halbiert. Das können Sie auch nachlesen in der kleinen Anfrage von Kollegen Freimark. Es ist so. Trotzdem, das Bekenntnis zur angemessenen Würdigung des Ehrenamtes ist richtig. Auch mit einer Ehrenamtskarte im Land Berlin. Meine Damen und Herren, der Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement arbeitet seit September 2013, also auch schon ein bisschen länger, und hat sich mehrfach mit der Ehrenamtskultur beschäftigt. Wir wissen also, ein sichtbares Zeichen für die vielen ehrenamtlich und freiwillig Aktiven in ihrem unermüdlichen Einsatz für unser gemeinschaftliches Zusammenleben braucht Berlin auf jeden Fall. Anders bei Olympia, da sind Sie sich ja nicht so einig. Wir in der Linksfraktion haben bei vielen Gesprächen vor Ort erfahren, wie ausschlaggebend und besonders im Ehrenamt verlässliche und funktionierende Rahmenbedingungen sind, so gut ausgestattete Orte der Begegnung, Nachbarschaftstreffs, Stadtteilzentren und kompetente Ansprechpartner vor Ort in den Verwaltungen, den Organisationen, den freien Trägern, die selbstverständlich auch eine gehörige Portion Empathie für diese Arbeit mitbringen müssen. Wir erleben gerade in diesem Monat wieder, wie sich diese Rahmenbedingungen durch das Wegbrechen von Bürgerarbeitsstellen verschlechtern. Allein 211 waren in Stadtteilzentren eingesetzt. Hier war und ist ein aktives Handeln des Senates erforderlich. Also finden Sie Lösungen. Sie werden dabei dann auch zu Anerkennungsmachern für bürgerschaftliches Engagement. Meine Damen und Herren, kommen wir zurück zur Ehrenamtskarte und dem vorliegenden Antrag. Dieser Antrag gibt inhaltlich wenig vor. Das kann als Chance gewertet werden, ich tue es so, aus der Ehrenamtskarte eine Auszeichnung und ein nützliches Ding im Alltag der Ehrenamtlichen werden zu lassen. Diese Chance wollen wir auch nutzen, wir sprechen ja im Ausschuss noch darüber, und unsere Forderungen wiederholen wir hier. Sie äußern sich übrigens, also Sie decken sich im Übrigen auch mit Meinungsäußerungen vor Ort. Gebraucht werden eine attraktive Vergünstigung im ÖPNV. Mindestens also die Fahrkarte im Ermäßigungstarif, wenn es nicht schon unsere Karte ist, für alle gleich. Eine lange Wartezeit bei Behördengängen soll vermieden werden, gerade dann, wenn man im Ehrenamt unterwegs ist. Und selbstverständlich braucht es eine offene Tür bei verlässlichen Ansprechpartnern in den Verwaltungen für die Organisation und Ausübung des Ehrenamtes. Und ich sage es nochmal deutlich, die Berliner Ehrenamtskarte soll nicht zur Rabattkarte wie bei Tourismusunternehmen Teil des Marketings für Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden, sondern echte Nachfrage bei Ehrenamtlichen erfüllen. So kann sie als Auszeichnung für langjähriges Engagement an Akzeptanz und Attraktivität auch wirklich gewinnen. Und wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir mit der jungen Generation umgehen, die eben nicht schon 3 oder 5 Jahre aktiv sind, aber gerade in den Startlöchern stehen und auch gewürdigt werden wollen. Meine Damen und Herren, einen Beirat zur künftigen Ausgestaltung der Berliner Ehrenamtskarte zu bilden, ist ein richtiger Ansatz. Über die Zusammensetzung und konkrete Aufgabenstellung sollten wir aber im Ausschuss unbedingt noch mal reden, damit es auch zielführend wird. Die nächste Möglichkeit haben wir ja bereits am 13.04. ab 16.30 Uhr in diesem Hause. Und ich sage es noch mal auch gerne für alle ehrenamtlich Tätigen, heute sind die Ränge ja leider nicht so hoch gefüllt, aber dieser Ausschuss tagt öffentlich und wir freuen uns natürlich auf eine breite Beteiligung. Vielen Dank.